Mama, hör auf damit! Esteban, nach vorn. Nennt mir Verben, die sowohl transitiv als auch intransitiv sein können. Rutschen, trinken, essen. Und furzen. Dann bildet bitte einen Satz mit furzen und direktem Objekt. Ich furze einen Sturm. Ich furze was? Ein Sturm. Was glotzt du so? Geht's da dann zum Büro des Direktors? Sascha wird vernachlässigt. Seine Mutter ist schon seit 10 Tagen nicht nach Hause gekommen. In welcher Beziehung stehen Sie zu Sascha? Keine Ahnung, in welcher Beziehung stehe ich zu dir. Du bist ein Ex meiner Mutter. Und du hast dich um mich gekümmert. Esteban, wach auf. Werde der Held deines eigenen Lebens. Findest du es eigentlich normal, als einziger Erwachsener den ganzen Tag unter Kindern zu sein? Das ist was ganz Besonderes. Du gehst unverzüglich zum Herrn Direktor. Blöder Hurensohn. Nein, lass mich! Das reicht jetzt! Dieser Junge braucht uns. Und was tun wir? Wir sind deine einzige Enttäuschung. Die Welt ist wunderschön. Aber sie ist oft ungerecht. Es ist schrecklich, dein Sohn zu sein. Du denkst nur an die Schule. Du weißt gar nicht, was Leben heißt. Eure kindlichen Eigenschaften. Die Neugier. Die Hoffnung. Der Mut. Das sind wesentliche Eigenschaften des Lebens. Nur so könnt ihr euren Platz in dieser Welt finden. Nur so könnt ihr eure eigene Geschichte gestalten.